Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren News-Video. Und zwar geht es heute um Meltdown und Spectre, beziehungsweise die ganzen Angriffe, die durch diese Schwachstelle überhaupt möglich sind. Und das ist eine Riesensache gewesen, jetzt im generell letzten Jahr sogar schon. Und jetzt ist es wirklich sehr akut geworden, denn ja, mittlerweile ist, Patches und so weiter und so fort, und dann hören wir wieder neue Angriffsmöglichkeiten, und da möchte ich heute ganz kurz ein bisschen drüber aufklären. So, anfangen möchte ich das Ganze mit einem kleinen XKCD. Wer XKCD nicht kennt, einfach mal auf ihrer Website nachschauen, beziehungsweise einfach mal danach googeln, gibt es auch auf Twitter und so weiter und so fort, XKCD. Die machen eigentlich immer ganz coole Comics, und ich finde den hier super, weil er eigentlich Meltdown und Spectre super gut erklärt. Und zwar ist das Problem, also ihr könnt gerne mich mal pausieren, durchlesen, und zwar ist das Problem folgendes. Wir haben hier übrigens auch der Google Security Blog, immer super gut. Und zwar haben wir folgende Situation. Code wird vorbereitet, wenn er ausgeführt wird. Das heißt, ein Programm wird normalerweise irgendwelche Verzweigungen haben. Also sowas wie if-Eingabe gegeben oder sowas. Oder wenn die Eingabe halt A ist, dann mach folgendes. Wenn die Eingabe B ist, mach folgendes. Und solche Verzweigungen im Code können natürlich vorher nicht optimiert werden. Aber die Betriebssysteme haben folgendes bislang gemacht. Und zwar, man hat einfach dann gesagt, okay, es ist möglich, dass es wahr wird, also bereiten wir einfach schon mal die ganzen Codefragmente auf die Ausführung vor. Das heißt, die wurden sozusagen ein bisschen vorgefertigt, damit es nachher schneller geht, falls die Anweisung wirklich wahr wurde. Und ja, das hat man wirklich so gemacht. Das Problem ist jetzt allerdings, dass dadurch ein ganz gewisses Kriterium nicht mehr erfüllt wurde. Und zwar die Isolation von einzelnen Prozessen. Das heißt, eigentlich sind eure Prozesse getrennt voneinander. Sprich, euer Chrome-Browser hat seinen eigenen Prozessraum, in dem er arbeiten darf, in dem er Sachen abspeichern darf, seinen eigenen RAM und so weiter. Klar, kann der wachsen und sowas, aber er kann auf keinen Fall, jetzt sagen wir mal, auf Code von meinem Discord zugreifen, denn das ist wieder ein anderer Prozess, und dieser Prozess läuft isoliert von dem normalen Chrome-Prozess. Wenn jetzt allerdings eine Abfrage hier vorbereitet wird, das hat eben diese Schwachstelle ergeben, dann wird es tatsächlich möglich, dass eben Chrome zum Beispiel von Discord irgendwelche Daten liest. Und das könnte man natürlich so verwenden, indem man halt ganz gewisse Sachen ausführt, dass zum Beispiel mein Passwort von Discord ausgelesen wird. Und das hört sich jetzt erstmal sehr, sehr schlimm an, ist aber nicht ganz so schlimm, wie man es jetzt vielleicht denkt. Also klar, es ist schon tragisch, aber man muss in der Lage, oder der Prozess muss erstmal existieren. Das heißt, es muss einen bösartigen Prozess bei euch geben, also sprich ein Virus, Trojaner oder sonst irgendwas, der tatsächlich diesen Angriff ausführen können muss. Das heißt, es ist eigentlich eine Schwachstelle, die zwar von allen Prozessoren irgendwie oder von fast allen Prozessoren tatsächlich auch vorhanden ist, also die wirklich sehr weit verbreitet ist, die macht für Android keinen Halt, für Linux, Windows, Mac, die hat eigentlich alles im Griff, diese Schwachstelle. Wir haben hier auch irgendwo in dem Google Security Blog steht es drin, AMD, ARM und Intel, alles betroffen von dieser Schwachstelle, aber er muss erstmal, also damit ein Angreifer das wirklich benutzen kann, muss er erstmal auf euren Rechner kommen. Und es gibt tatsächlich in der Praxis noch keine Angriffe, die jemals gefahren wurden dagegen. Aber folgendes Szenario, diese Schwachstelle ist schon wirklich verdammt lange bekannt, also sehr, sehr lange, sprich letztes Jahr irgendwann. Und deswegen haben wir hier, also das ist im Rahmen von Googles Project Zero entstanden, weil Google tatsächlich mit ihrem Team nach Schwachstellen, also nach Zero-Day-Schwachstellen sucht explizit. Und ja, die sind halt darauf gestoßen, und dann haben halt alle gesagt, okay, das muss gepatcht werden. Und hier die Paper dazu, übrigens beide von Google, also Meltdown ist ein eigenes Paper, da könnt ihr gerne mal durchlesen. Ist wirklich sehr langwierig zu lesen, sage ich jetzt mal. Es ist halt ein Forschungspaper. Und zu Spectre natürlich auch das Paper, könnt ihr euch auch gerne durchlesen, wie gesagt, beide in der Beschreibung. So, als Lösung musste man jetzt wirklich den kompletten Kernel-Code überarbeiten. Das heißt, im Fall von Linux wurde richtig, richtig viel überarbeitet, im Fall von Windows musste richtig viel überarbeitet werden und so weiter und so fort. Und das Ganze wurde als Kaiser, hier oben steht es als Kaiser, hier steht es als Castle, wurde das vorgeschlagen, und das ist auch wieder ein Paper, das ich euch auch verlinken werde. Das löst das ganze Problem sozusagen ein bisschen. Wobei das natürlich, ja, diese ganze Vorbereitung von Code, die ich euch gerade erzählt habe, die war schon sehr, sehr gut. Also die hat euch wirklich einiges an Performance gebracht.
Und diese Performance fällt jetzt leider zumindest zu einem Teil weg. Und das ist nicht ganz so geil. Dazu wollen wir aber gleich noch übergehen. Wie sieht es jetzt aktuell mit Statements und so weiter aus? Das möchte ich euch auch noch ganz kurz sagen. Und zwar einmal, Intel hat hier geantwortet. Link ist auch in der Beschreibung. Sie haben gesagt, dass es ja eine Schwachstelle ist, aber sie sind sich irgendwie... Also sie finden es nicht so toll, dass es immer nur auf Intel reduziert wird, denn AMD und ARM sind auch betroffen. Das ist jetzt nicht wirklich... ein tolles Statement, sage ich jetzt mal, indem man einfach andere schlecht macht, wenn man selber nicht gepatcht hat. Aber man sagt auch hier, man arbeitet dran. Also es war am 3. Januar oder sowas. Also die Schwachstelle an sich ist, glaube ich, schon sehr viel länger bekannt. Aber am 3. Januar wurde halt wirklich ein Angriff darauf in Meltdown und Spectre hier vorgeschlagen. So, Apple hat schon angefangen mit Patchen, zumindest teilweise. Das sagt uns dieser Apple Insider hier, aber noch nicht ganz alles wurde gepatcht, also es ist tatsächlich scheinbar immer noch ein kleiner Angriff möglich davon und nicht alles gepatcht, aber das meiste ist jetzt wieder in Ordnung. Windows hat auch gepatcht, das heißt, wenn ihr irgendeins von diesen Systemen habt und Linux natürlich auch, im Kernel gibt es auch ein neues Update, das heißt, wenn ihr irgendeins von diesen Systemen habt, dann solltet ihr auch tatsächlich sehr, sehr schnell patchen. Aber Achtung auf Windows, es gibt das Ganze aktuell nur als vorläufiges Update. Das heißt, bis zum 9. ist es tatsächlich jetzt nur so ein, also bis zum 9. Januar 2018, ich muss das volle Datum sagen, damit nicht alle, die hier später das Video gucken, irgendwie geschockt sind oder sowas. Das Ganze ist jetzt gerade wirklich sehr akut. Und bis zum 9. Januar gibt es zwar schon ein Windows-Update, allerdings, wenn ihr einen Antivirenschutz benutzt, zum Beispiel, keine Ahnung, Avast oder sowas, dann kann es vorkommen, das sagt Windows hier in diesem Blogpost, kann es vorkommen, dass das Ganze kaputt geht. Das heißt, komplett Windows kann am Arsch gehen, weil Avast dann halt irgendwas blockiert oder sowas. Und Avast an sich müsste dann vorher natürlich einen Patch geben und alle Antivirenhersteller haben, soweit ich weiß, mitgeteilt, dass sie bis zum 9. Januar die ganzen Sachen gepatcht haben wollen. Das heißt, am 9. Januar könnt ihr sozusagen safe updaten und bis dahin sozusagen auf eigene Gefahr. Wenn ihr allerdings keinen Virenschutz habt, dann könnt ihr das jederzeit jetzt schon machen. Ich glaube, auch der Windows Defender ist in Ordnung. Aber ja, eben nicht alle ungefährlich. So. Dann möchte ich euch noch was anderes zeigen. Heute gibt es wirklich ein Rundum-Sammelsurium zu diesem Thema. Es tut mir auch leid, dass jetzt hier irgendwie so ein bisschen natürlich diese ganzen Artikel so ein bisschen unter den Tisch fallen. Da könnt ihr gerne auch selber weiterlesen dazu. Und zwar habe ich hier Folgendes gefunden. Natürlich hat das Ganze heftige Auswirkungen auf eure Performance, weil das Ganze war ja schon wirklich eine Vorbereitung, damit alles schneller geht. Und deswegen hat auch hier jemand Benchmarks gemacht, tatsächlich zu genau diesem Patch. Und hat hier einfach mal ausprobiert. Das hier ist File.io, das heißt Input-Output in Dateien. Hier haben wir 116 verschiedene, 116,1 verschiedene Dateien pro Sekunde, die die CPU anfassen konnte. Nach dem Update sind es auf dem i7-8700K nur noch 65 Dateien. Bei dem i7-6800K ist es 58,9 Dateien gewesen vor dem Update, nach dem Update nur noch 53,48. Also das heißt schon ein kleiner, schon eine harte Einbuße eigentlich auch. Hier, also der 8700K, der ist schon echt heftig betroffen. Wir sehen hier bei 5000 Dateien, wie lange es eben gedauert hat, mit 4 Threads übrigens auch. Vorher 293 Dateien pro Sekunde, jetzt nach dem Update nur noch 135 Dateien pro Sekunde. Also das ist schon wirklich heftig. Die Einbuße ist hier echt wirklich übel. Bei dem i768 ist es nicht ganz so schlimm. Also ja, ihr könnt eigentlich selber lesen. Hier genauso. Das heißt, wenn wir hier 4000 Dateien anfassen mit 32 Unterverzeichnissen und 1 Megabyte Größe, dann hier auch eben heftige Größe. Nach dem Update hier sogar ein bisschen schneller geworden. Das heißt, teilweise sogar ein bisschen Performance Einsparung, aber ja, gut. Also eigentlich, man sieht es hier auch ganz schön, kompilieren braucht auch deutlich, oder was heißt deutlich, aber es braucht auf jeden Fall länger. Hier von Megabyte pro Sekunde die Rede, das heißt hier vorher 656 Megabyte die Sekunde geschafft, jetzt im Nachhinein nur noch 558 Megabyte die Sekunde. Also schon echt heftig. Das hier sind Video-Benchmarks, also das heißt Video-Encoding. Also wie viele Bilder pro Sekunde man hingekriegt hat. Hier ist kaum was passiert, beziehungsweise hier sogar ein bisschen schneller nach dem Update. Hier Linux-Kernel-Kompilierung, da ist quasi gar nichts passiert. Also das heißt, alles in voller Ordnung sozusagen eigentlich. Hier ist sogar ein bisschen, also wie lange hat es sozusagen gedauert, bis der Linux-Kernel 4.13 kompiliert war. Hier ist sogar wieder ein bisschen dazugekommen an Performance, aber es gibt sich wirklich eigentlich nichts. Also gut,
FFmpeg, auch ein tolles Tool zum Benchmarken. Ihr seht es auch hier, hat sich eigentlich nicht viel getan. Hier sehen wir wieder deutliche Einbußen, das ist nicht ganz so toll, also ein Buffer-Test. Und ja, hier sehen wir es auch. Also man muss halt auch irgendwie sagen, es ist fast verpflichtend, dass man dieses Update einspielt, denn man möchte so eine Lücke natürlich nicht haben. Es ist nicht toll, wenn irgendjemand einfach Code bei euch ausführen, wenn er Code bei euch ausführen kann, tatsächlich auch Passwörter von irgendwas lesen kann, in der Theorie zumindest. Deswegen sollte man das möglichst schnell fixen. Aber ja gut, es ist nicht ganz so schlimm, wie man jetzt angenommen hat. So, eine letzte Sache habe ich noch für euch, und zwar auf Linux zumindest. Wenn man hier dieses Repository runterlädt, kann man gucken, ob man von Meltdown beeinflusst wird, also ob das Ganze überhaupt auf die CPU eintritt sozusagen. In meinem Fall hatte ich Glück, ich habe eine ganz andere CPU, da ist das Problem tatsächlich nicht bekannt. Ich zeige es euch einfach mal ganz kurz, ihr könnt das Ganze hier einfach clone or download, also ihr könnt es runterladen. Dann habt ihr, Achtung, wir sind jetzt hier nur auf Linux, das heißt, ihr könnt das Ganze mit Windows leider noch nicht machen, steht auch hier irgendwo, only works on Linux for now. Das heißt, ihr könnt das Ganze hier öffnen, also das ist die entpackte Version davon, Rechtsklick im Terminal öffnen und dann könnt ihr hier erstmal ein Make eingeben, ist bereits aktuell, weil ich schon gemaked habe sozusagen, und dann könnt ihr das Ganze einfach ausführen, das heißt, wir gucken mal, wie heißt das Ganze, Meltdown Checker. So, und hier steht, your CPU doesn't support TSX, und das heißt, ich bin tatsächlich auch nicht anfällig, glaube ich zumindest, dass es das nicht heißt. Wenn ihr anfällig seid, dann sieht das Ganze in etwa so aus. Und ja, ich möchte hiermit auch eine offizielle Diskussion starten, gerne in den Kommentaren im Forum oder im Discord oder sonst wo. Habt ihr vielleicht noch Informationen zu genau dieser Schwachstelle? Höchstwahrscheinlich habe ich irgendwas übersehen. Es sind so unglaublich viele Informationen auch im Netz, manche sind nicht wirklich akkurat. Deswegen, ja, meine Frage an euch natürlich, habt ihr irgendwelche Informationen? Falls ja, postet das ganze Ding, falls nein, lest einfach gut durch und upgradet eure Systeme. Das war's von meiner Seite, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ihr seid jetzt gut informiert und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!